Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Summoners War Video. Heute werden wir in die Arena gehen, denn ich weiß nicht, was ich sonst anderes aufnehmen soll. Denn dieser Part wird wahrscheinlich daraus bestehen, dass ich eure Hilfe brauche, weil ich bin echt ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich zeigen soll. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß, dass Summonings ganz gerne gesehen werden. Ja, aber finde erstmal jemanden, der gerade ein Summoning haben möchte. Es ist halt sehr schwierig, ja. Also deswegen, heute wird mal so ein bisschen... Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche your help, Mann. Ja, aber bevor wir dazu kommen, ich mache mal ganz kurz Werbung, ja. Und zwar Werbung für Harmony. Wir suchen immer noch aktive Leute. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal mich via Line kontaktieren. Oder einfach mich mal PN-mäßig hier in-game anschreiben, wenn möglich oder so. Also irgendwie euch mal bemerkbar machen, dann kann ich mal gucken, ja. Dann schauen wir uns das Ganze einmal an, falls ihr Interesse habt, ja. Alles Weitere ist im Gilden-Video besprochen worden. Also wenn ihr wirklich Interesse habt, könnt ihr gerne mal ins Video reinschauen. Oder euch einfach mal direkt privat bei mir melden, dann kann man... alles Weitere groß besprechen, ja, also mal ganz kurz und knapp. So, also wir gehen kurz in die Arena, denn wie gesagt, ich weiß nicht, was ich groß anderes bei Summoners War gerade aufnehmen soll. Natürlich, es gäbe noch die Möglichkeit, nicht einmal mehr, doch, also wir könnten noch Special League machen, das geht noch ein paar Stunden. Geht ja gar nicht mehr lange, drei Stunden nur noch? Ist aber komische Zeit. Das könnte ich noch machen, ja. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, was ich anders aufnehmen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Also ich sitze hier teilweise und denke mir, boah, jetzt musst du aufnehmen, ja. Und du hast, warte mal, hier unten. Du hast richtig Bock aufzunehmen, ja. Und dann denkst du dir, ja, was sollst du denn aufnehmen, Mann? Ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll. Also, wenn ihr Interesse, wenn ihr wisst wo, oder ihr, lasst mir einfach mal zukommen, was ihr bei Summoners War am liebsten guckt. Ja, was ihr am liebsten cool findet, was ihr richtig, richtig geil findet. Ja, das würde mich mal interessieren. Mal mit Affen spielen? Komm, wir spielen mal mit dem Affen. Was ihr so guckt, worauf ihr richtig Bock habt, was euch am meisten interessiert in der Hinsicht, also ob es Monster Guides sind, Runen Guides, PvP-Kram, ja, also wenn es da irgendwas gibt, wo ihr da richtig Bock habt, keine Ahnung, ja, also keine Ahnung, ja. Oder jetzt zum Beispiel Dimensionsloch. Vielleicht interessieren ja auch manche das Dimensionsloch, ja. Also, dass die da irgendwie, keine Ahnung, Probleme haben und wissen nicht, wie weiterzukommen. Aber das ist halt das Ding, ey, da guckst du einmal bei YouTube rein und du weißt ganz genau, gut, da kannst du gucken und der hat mehr Ahnung als der komische Typ da. Und, ja, dann bist du schon mal 10, also dann bist du schon gut schlau, ja? Dann bist du schon gut schlau und deswegen weiß ich nicht. Dazu muss noch Dimensionsloch, wollte ich ja eigentlich auch Videos zu machen, war auch geplant, muss ich sagen. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, Dimensionsloch struggle ich selber ein bisschen. Also ich habe schon hier und da meine Teams, also ich kann gut das machen, was ja langt für mich, ja, sag ich mal, langt. Ja, also ich kann Runenfarmen so ein bisschen, ich kann Inugamis machen, wenn ich möchte, ich kann die... Elfen und die Feen machen, wenn ich Lust habe. Also an sich passt es schon, aber sind halt nicht alle auf Level 5. Also sind auch teilweise Level 4er dabei. Zum Beispiel in der Inugami-Stage habe ich ein paar Probleme, weil die Runen einfach nicht stimmen. Also das Team und so ist relativ simpel zu bauen. Ist auch, ja gut, wenn man die Monster hat, ist es relativ simpel. Nur da reicht die Runenqualität bei mir nicht so wirklich aus. Und... auf 4 läuft es eigentlich easy, da habe ich auch mein Rauk und meine Bella gemacht, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Oder aber auch Elfen, also Elfen ist mega easy, muss ich sagen, also Elfen ist leicht, also kommt drauf an, mit welchem Attribut. Ich habe jetzt Shen Just for Fun gemacht, haben mir ein paar Monster gefused, so gesehen, ja, also das war relativ simpel, sage ich mal. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz gucken, dass ich schneller bin, ja, weil Speed Lead plus Busted ist schon sehr gefährlich hier, da muss ich gucken, dass ich irgendwie ein bisschen schneller bin. Gegebenenfalls tatsächlich nochmal mit Monkey rein, aber dann würde ich ihn nicht unbedingt als Lead nehmen, ich brauche einen Speed Lead am besten. Ja, ist auch so ein Problem, Speed Lead, ich glaube, ich muss Shiner nehmen. Shiner ist mein einziger guter Speedlead, abgesehen von Jamire. Aber Jamire ist, brauche ich nicht. Ne, so, und was könnte denn noch gut passen? Das Ding ist halt, wie gesagt, ginge vielleicht, Ritesh. Ich glaube, da fehlt der Damage dann ein bisschen. Ich bräuchte vielleicht tatsächlich, in der Hoffnung zu cutten, nehme ich einfach mal Diana mit, Diana mit, in der Hoffnung zu cutten, ja. Ansonsten wird es, glaube ich, schwer. Also wenn es abgetuned ist, also richtig gespeedtuned ist, dann glaube ich, ist RIP. Also dann schaffe ich das nicht. Aber erstmal gucken, wer schneller ist jetzt am Ende. Ich bin schneller, okay, gut. Dann hat sich die Sorge auch erübrigt, muss ich sagen. Ja, das ist, Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie ein bisschen schneller abgetuned sind. Aber, und die derbt auch noch. Ja, GG. Jetzt sonst dann. Nice, gut.
da war die Sorge umsonst. Ich habe gedacht, dass das jetzt ein bisschen problematischer wird, ehrlich gesagt. Aber gut, so, ja, videomäßig, ja, also Summoners Warbase, ich muss sagen, viele haben ja auch zum Beispiel das Beispiel genannt, dass man bei Summoners War auch nur begrenzt so gesehen was machen kann, also zum Beispiel was Stream angeht, ja, weil man da ja nur so gesehen die Energie macht, dann farmst du ein bisschen Dungeon, machst du ein bisschen dies, machst du ein bisschen das. Ist ja im Großen und Ganzen auch richtig, aber ich finde das halt im Stream einfach angenehmer, weil man da nicht diesen Druck hat, dass man sich jetzt überlegen muss, was man aufnimmt. Natürlich, ich könnte GK aufnehmen, ich könnte BK aufnehmen, nur das ist halt hauptsächlich unter der Woche und unter der Woche ist es für mich ein bisschen schwieriger überhaupt aufzunehmen, weil sehr viele Termine immer sind etc. pp. Und am Wochenende ist eigentlich immer so mein Aufnahmetag und da ist kein GK und kein BK. Das ist halt natürlich ein großes Problem, aber im Großen und Ganzen, naja, also ist natürlich machbar, ist aber halt ein bisschen schwieriger, deswegen kann ich das zum Beispiel nicht jede Woche unbedingt bringen, auch wenn vielleicht die Interesse da wäre. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, ne? Summoners War, also ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr wirklich gerne guckt in Summoners War-Bereich. Das würde mich mal interessieren, ja, also so generell. Ja, also ob ihr wirklich Guides guckt lieber oder Monster-Reviews oder Account-Reviews oder irgendwas, ja, irgendwas in die Richtung. Würde mich mal interessieren, was ihr da so echt interessant findet, was ihr da gerne guckt. One-Shot-Videos, wobei die kommen bei mir erst Ende des Jahres. Also ich habe, die sind geplant, die Videos, nur die werden noch ein bisschen dauern, weil ich noch nicht die Runen und die Tower habe. Ja, also die Tower fehlen mir ein bisschen und die Runen fehlen mir noch ein bisschen. Kriegen wir einen Deathbreak drauf? Nice. Und, ja. Ja, also das... Alter, ist das Squish. Der ist Full Death wahrscheinlich. Nee, Full Death ergibt auch keinen Sinn. Hat der überhaupt Ruhen? Aber okay. Ja, deswegen, da muss ich halt mal echt mal gucken. Es sind geplant, die One-Shot-Videos, aber wahrscheinlich durch Tower und so runenmäßig halt erst Ende des Jahres. Also sie sind geplant, aber halt erst Ende des Jahres. Aber die kommen. Und ja, natürlich GKs, BKs und so. Das wäre noch eine gute Option. Oder Dimensionstor, so ein bisschen Geiz rauszuhauen. Aber da muss ich halt, wie gesagt, sagen, da bin ich auch nicht der Hellste. Dasselbe halt, wie gesagt, mit Monster-Reviews. Da bin ich auch nicht so der unbedingt der Hellste. Müsste ich mich selber halt sehr stark informieren und so und Kram. Deswegen, naja. Ich bin eher so der PvP-Typ, muss ich sagen. Nur PvP ist jetzt natürlich ohne der Weltarena-Season. Ja gut, jetzt wäre noch die Special Liga da, die man natürlich mitnehmen könnte hier und da. Nur Special Liga ist halt echt scheiße. Ich meine, dass der letzte Part relativ gut abgegangen ist. Naja, gut. Das war halt ein bisschen Luck. Kriegen wir hier einen Stun drauf? Nice. Kriegen wir hier Sleep drauf? Schade. Na, deswegen mal gucken. Der ist, glaube ich, sogar noch auf HP geruht, oder? Na, nee, nicht unbedingt, oder? Na, dritte Mal. Danke. Puh, schwer zu sagen. Aber naja. Aber, na, mal gucken. Oder, was natürlich auch noch ginge, wäre mal was ganz anderes zu versuchen, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mal eine TFT-Runde aufnehmen. Also, es wird die Woche auf jeden Fall mal eine TFT-Runde auf meinem Kanal geben. Einfach mal, um zu gucken, wie es ankommt, wie die Interesse daran ist, etc. pp. Warte mal, SMB, ich glaube, die Gilde kenne ich irgendwoher. Das ist auch so eine Cleave-Kacke hier. Ich glaube, Perna ist schon ganz gut. Eigentlich könnte es fast so lassen, nur dass ich den nicht nehmen würde, sondern wahrscheinlich eher... Ich glaube, wir versuchen es mit dem Speedlead wieder. Ja, wir versuchen es mal einfach. Wobei, es könnte sein, wenn ich mit Wusa schneller bin, ist scheiße wegen Triana. Ich hoffe einfach mal, dass die Triana schneller ist, wobei es auch wieder kacke wäre. Dann kommen die Gegner 100% früh. Die sind ja voll langsam. Was ist das denn? Aber okay. Ja gut, ich hab Speedlead, ne? Der hatte, glaube ich, kein Speedlead, ne? Der hatte Charlotte-Lead daher. Okay. Ihn sei vergelten, so. Wie viel... Oh, lol. Nice. Das ist cool. Ja, meine Shiner, ne? Also wie gesagt, ich bin am überlegen, eine zweite Shiner zu bauen. Ich bin auch schon mehr oder weniger dabei. Ich hätte auch schon ein paar Runen für sie. Vor allem, wenn ich irgendwie meine Martina bekommen würde. Dann geht's ab, Leute. Dann geht's ab. Da habe ich keine Runen mehr. Da habe ich keine Monster mehr, außer die. Habe ich ein Team, kann ich jetzt schon sagen. Also, wenn ich Martina kriege und sie jetzt nicht irgendwie genervt wird im nächsten Balance-Patch oder sowas, Alter, dann geht die Post ab, wenn ich dann irgendwann mal eine bekomme. Ne, das ist ja auch noch so ein Ding, die muss man ja erstmal bekommen. Aber gut. Um nochmal zu kurz zum Thema zurückzukommen, also wie gesagt, spielemäßig, es kann auch was anderes sein. Also, mich würde mal interessieren, was spielt ihr denn sonst noch so? Kann ja auch Mobile Game sein, muss ja nicht Mobile Game sein, kann auch PC sein, ja, oder sowas. Also, wenn ihr da irgendwie was habt, was man so, wo ihr wirklich Interesse dran hättet, ja, könnte ich es mir halt mal angucken, dass man mal ein bisschen Abwechslung bekommt. Das würde mich halt auch mal interessieren, von euch aus, ja. Also wenn ihr da, Martina, die hätte ich so, oh nein, das ist keine Martina. Die hier, oh, das ist so geil. Aber, leider nicht vorhanden, ne. Summoning, apropos Summoning, ich komme jetzt eh gleich zum Ende. Also Summoning, ich muss ganz ehrlich sagen,
Ja, ich spare aber wahrscheinlich bis Ende des Jahres jetzt. Also ich habe gerade kein Interesse an irgendwelchen Monstern außer an Martina, aber kriegt man eine Martina aus der LD, deswegen schwierig, ne? Der Rest, der interessiert mich gerade nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt, falls eine Sierra-Rotation kommt, ob ich auf eine Sierra-Rotation da irgendwas öffnen werde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sierra ist bei mir nicht mehr top. Also ist, gehört zu den Top Most Wanted Monstern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass bei mir Cyrus das so ein bisschen abgelöst hat. Ich hätte mega gerne einen Cyrus und einen Busted. Das sind so die nächsten Monster, die ich mir so am meisten wünschen würde. Also ein Cyrus und ein Busted wäre schon mega cool. Also das sind so echt Monster, die mir gerade mega viel Freude bereiten würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Busted, eventuell sogar Psama und Vanessa, muss ich auch sagen. Also Vanessa und Psama wären auch nicht übel. Die würde ich auch nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube so auf Platz 1 sind wirklich Sierra, Busted und Cyrus. Und danach würde dann so Psama, Vanessa kommen. Wobei die eigentlich auch schon sehr hoch sind. Alicia würde ich sogar auch nehmen. Also es gibt schon sehr viele Monster, die mir gerade sehr viel Freude bereiten würden. Aber naja, okay. Gut, also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Also was ihr bei Summoners so sehen wollt oder gerne sieht, sagen wir es mal so. Also was ihr gerne anguckt da. Oder was ihr noch, oder beziehungsweise, und was ihr noch für andere Spiele guckt, spielt, selber macht, sonst was. Würde mich auch mal interessieren, was euch da so interessiert. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Würde mich echt freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lässt in der Hinsicht, weil das würde mir echt helfen, weil ich sitze ja teilweise, weiß nicht, was ich machen soll. Ja, also, wenn ich selber für mich alleine spiele, farm ich eigentlich nur Dungeon, mehr mache ich nicht. Und das will ja kein Schwein sehen, ne? Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist halt mein echt großes Problem. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein.